Hallo zusammen. Heute zeige ich euch die Endprüfung von unserem Fahrzeug. Wir sehen das anhand des Australien-Fahrzeugs und der Fadil Hoxha führt die Endprüfung durch. Da zeigt uns der Fadil, wie er das Australien-Fahrzeug abnimmt. Als erstes tut er mit dem Drehmomentschlüssel die ganzen Radmutter noch einmal überprüfen. Man sagt dem abknacken mit 110 Newtonmeter. Als nächstes wird der Fehlerspeicher gelöscht. Als nächstes wird das Licht eingestellt. Wir haben ein modernes LED-Licht mit 3 verschiedenen Stufen. Ein Fahrlicht, ein normales Licht und ein Aufblendlicht. Jetzt testen wir auf dem Fahrzeug Teststand ein kompletter Fahrzeugzyklus durch. Das heisst von 0 km/h bis maximale Geschwindigkeit, von einer minimalen Belastung bis zu einer maximalen Belastung. Da haben wir jetzt bei jedem Fahrzeug verschiedene Kurven gemessen. Was wir hier gerade sehen, ist die Geschwindigkeit und die maximale Leistung, die er am Rad bei dieser Geschwindigkeit abgibt. Und da die Kurve blau ist, sehe ich, dass jetzt die Messung gut ist. Diese Messung wird beim Fahrzeug abgeleitet. Und wenn wir später mal Fragen haben, dann können wir das jederzeit wieder vornehmen. Die Australier haben sehr viele Häuser, die an einem steilen Hang sind. Und der Briefträger muss natürlich dort herfahren, absteigen, Brief einrühren und wieder weiterfahren. Für das haben wir eine automatisierte Feststellbremse eingebaut. Wie es so ist, muss die bei den Australiern noch ein bisschen stärker sein. Bis zu einer Steigung von 30% muss das Fahrzeug gut automatisch heben können. Der Fadil ist gerade abgestiegen, hat getestet, steigt wieder auf und fährt weiter. Und jetzt gibt es den abschliessenden Bremstest. Und wieder ist ein Fahrzeug fertig für Australien.